Die Weihnachtszeit ist angelaufen und das heißt für uns bei den Tool Brothers vor allem eins: Arbeiten. Aber genau das macht im Moment besonders Spaß, da wir die ein oder andere Neuheit für euch auspacken dürfen. Und heute haben wir was von DEWALT unterm Baum gehabt. Ich bin Flo von den Tool Brothers und zeige dir heute den neuen 12-Volt Akkubohrschrauber DCD703LCT, die neueste Maschine aus dem Hause DEWALT. Was der Schrauber alles drauf hat und ob er auch was für dich ist, das erfährst du jetzt. Zu Beginn zeige ich dir, was alles im Lieferumfang steckt. Und glaub mir, da steckt so einiges drin. Dann kommen wir zur Verarbeitung und dem Äußeren der Maschine. Anschließend geht es um die wirklich wichtigen Dinge, also um die inneren Werte. Und zum Schluss siehst du das Tool wie immer in Action. Mal sehen, wie der Schrauber hier abgeschnitten hat. Natürlich kannst du das Gerät bei uns auf der Homepage wie immer mit anderen Maschinen auf einen Blick vergleichen. Die aktuellen Marktpreise von über 30 Anbietern kriegst du natürlich auch mit dazu. Alle Links dazu findest du bei uns in der Videobeschreibung. In diesem Video geht es wie schon erwähnt um einen 12-Volt Bohrschrauber. Wir bekommen aber immer wieder mit, wie die meisten bei 12 Volt direkt abschalten. Das liegt an dem großen 18-Volt Sortiment der Hersteller. Wir möchten aber ganz klar betonen, für die meisten Hand- und besonders Heimwerker sind 12-Volt Geräte mehr als ausreichend. Sie haben genug Power, sind meistens kompakter und kosten weniger. Klar, wenn du schon 18-Volt Akkus zu Hause hast, lohnt sich der Umstieg wahrscheinlich nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Fangen wir jetzt aber mal mit dem Lieferumfang an. Und der hat es bei dieser Version in sich. Du bekommst hier natürlich den Schrauber mit Gürtelclip, das Ladegerät DCB112, zwei 12-Volt 3-Ampere Akkus, Papierkram und ganze vier verschiedene Aufsätze. Ein 10mm Schnellspannbohrfutter, einen 1/4 Zoll Innensechskantaufsatz für Schrauberbits, den Exzenter-Vorsatz und den 90 Grad Winkelschraubvorsatz. Beide mit 1/4 Zoll Innensechskantaufnahme. Aber auf die Aufsätze gehen wir später nochmal genauer ein. Geliefert wird das ganze Set im praktischen T-Stack-Koffer und komm mal näher, guck dir das mal an. Wie geil sind die Aufsätze bitte hier eingepackt? In dieser Einlage hat alles seinen Platz und verrutscht nicht. Besser geht's nicht. Kommen wir jetzt mal zu den äußeren Merkmalen der Maschine. Der DCD703 kommt im klassischen DEWALT-Design, also typisch schwarz-gelb. Und auch die Qualität ist wie gewohnt typisch DEWALT, also sehr hochwertig. Und damit ist nicht nur der bürstenlose Motor gemeint, sondern auch das gesamte Gehäuse des Schraubers. Hier findest du keine Ungenauigkeiten oder ähnliches. Der ergonomische Griffbereich ist an den richtigen Stellen gummiert und liegt dadurch griffig und angenehm in der Hand. Trigger und Rechts-Links-Lauf sind ganz klassisch platziert und hier gibt's nichts zu meckern. Und wie heutzutage eigentlich schon Standard, haben wir natürlich auch eine gute LED verbaut. Die sitzt am Fuß der Maschine und beleuchtet den Arbeitsbereich dadurch optimal. Und jetzt kommen wir auch schon zum Aushängeschild der Maschine. Zur Größe. Wir haben hier nämlich einen sehr kompakten und leichten 12-Volt Schrauber. Wie kompakt er genau ist, das haben wir gemessen. Ohne Bohrfutter ist der Schrauber nur 126 mm lang, mit dem Schnellspannbohrfutter liegt er bei 167 mm und mit dem Exzenteraufsatz, dem längsten, liegen wir bei 192 mm. Mit Akku ist der Schrauber auch nur 220 mm hoch und an der breitesten Stelle am Akku haben wir 66 mm gemessen. Im Gewicht bringt der DCD mit Akku nur 980 Gramm auf die Waage und mit dem Schnellspannbohrfutter liegen wir bei 1160 Gramm. Damit gehört der DEWALT-Schrauber auf jeden Fall zu den kompakten Leichtgewichten auf dem Markt. Bei unserem Lautstärketest mit 30 cm Abstand lag der Schrauber im guten Mittelfeld mit 79,1 Dezibel. Nachdem wir den Schraubtest mit der 8x400er Schraube mehrfach durchgeführt haben, wo wir übrigens hellauf begeistert waren, dass der Schrauber es überhaupt so weit geschafft hat, haben wir an der Maschine im Motorbereich eine maximale Temperatur von 39,7 Grad gemessen. Beim Akku sah dies schon ganz anders aus. Dieser wurde anscheinend bei diesem Test mehr beansprucht und dort haben wir eine Temperatur von 62,1 Grad gemessen. Dazu sei gesagt, dass der Schrauber nicht für diese Schraubengrößen ausgelegt ist. Du bekommst mit der Maschine, wie im Lieferumfang schon zu sehen war, vier Aufsätze. Die stellen wir dir hier nochmal kurz im Einzelnen vor. Du bekommst hier einmal ein klassisches 10mm Schnellspannbohrfutter. Hier kannst du die gängigen Bohrer einsetzen und schnell einspannen. Dazu gibt's noch den 1/4 Zoll Innensechskantaufsatz für Schrauberbits. Dieser eignet sich vor allem für Einsätze in engen Räumen mit eingeschränkten Platzverhältnissen. Falls du es noch kürzer brauchst, kannst du den Aufsatz auch einfach abnehmen und den Bit direkt in die Maschine stecken. Der nächste Aufsatz, den du bekommst, ist der Exzenteraufsatz. Der eignet sich perfekt für randnahes Arbeiten. Guck mal, wie nah du damit an der Wand arbeiten kannst. Perfekt. Zu guter Letzt gibt es den 90 Grad Winkelschraubvorsatz. Hier siehst du auch sofort, wofür er da ist. Eben, um in 90 Grad Winkel um Ecken herumschrauben zu können. Beispielsweise auf der Montage oder im Küchenbau sehr zu empfehlen. So, jetzt kommen wir aber auch zu dem Technischen und Inneren. Wir haben hier einen bürstenlosen Motor verbaut und ein Zweigang-Vollmetallgetriebe für noch längere Lebensdauer und optimale Kraftübertragung. Außerdem ist das Gerät mit einer Sicherheitselektronik ausgestattet. Das bedeutet permanente Überprüfung der Akkutemperatur, der Stromentnahme und zusätzlich noch einen Entladeschutz.
Für mich hört sich das sehr gut an und spricht für eine lange Lebensdauer dank stetiger Kontrolle. Der DCD 703 kommt mit einer Leerlaufdrehzahl von 425 Umdrehungen in der Minute im ersten Gang und mit maximal 1500 Umdrehungen in der Minute im zweiten Gang. Im harten Drehmoment kommen wir auf 57,5 Newtonmeter und im weichen auf 25,5 Newtonmeter. Das Drehmoment ist hier in 15 Stufen einstellbar, also relativ fein. So kannst du immer mit dem passenden Drehmoment arbeiten. Beim maximalen Bohrdurchmesser gibt DeWalt die Maschine mit 10 mm in Stahl und 20 mm in Holz an. Aber genug von den ganzen Zahlen. Wir prüfen jetzt mal, was die Maschine wirklich kann. Was ist jetzt unser Fazit zur Maschine? Das fällt ganz klar aus. Mit diesem 12 Volt Akku-Bohrschrauber machst du alles richtig, wenn du nicht gerade das größte Kraftpaket auf dem Markt brauchst. Denn wir sprechen hier zwar von einer starken Leistung für einen 12 Volt Bohrer, es gibt aber natürlich besonders im 18 Volt Bereich noch viel stärkere Maschinen. Aber die Einsätze, für die der DCD gebaut wurde, meistert er problemlos. Und vor allem die Kompaktheit, das Gewicht und die Aufsätze sind hier klar hervorzuheben. Mehr Flexibilität geht nicht. Für die Montage und für den Heimwerker ist der Schrauber genau das Richtige. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem bei der Kaufentscheidung geholfen oder einfach nur gut unterhalten. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, naja, ihr wisst schon, Like, Abo und so. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Flo von den Tool Brothers.